Camping-Feeling pur im Hobby Prestige 660 WFC. Ein Wohnwagen sogar mit separatem Heckbad, was richtig toll gelöst ist. Mein Name ist Max von Camperland Bong und wie der jetzt aussieht, das seht ihr schon bei den Highlights. Viel Spaß damit. Das waren doch mal tolle Aufnahmen. Vergesst an der Stelle nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Video von uns verpasst. Ja, und wir machen mal weiter mit den allgemeinen Fakten. Hobby Prestige 660 WFC. Für was steht überhaupt diese Abkürzung WFC? Das W steht für den riesen Heckwaschraum mit separater Dusche. Das F für das französische Bett im mittleren Bereich. Und das C für eine wahnsinnig große Couchsitzgruppe, was ihr natürlich gleich im Fahrzeuginnenraum auch einmal ganz genau seht. Jetzt haben wir hier eine Gesamtlänge von 8,33 Meter und eine Aufbaulänge von 7,17 Meter, also ohne die Deichsel. Die Breite beträgt 2,50 Meter, ja, und anhand dieser Zahlen merkt ihr einfach schon, was für ein tolles, großes Fahrzeug wir hier haben. Die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, das sind 2,63 Meter und das Umlaufmaß beträgt jetzt hier 10,92 Meter. Passt aber bitte auf, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann es sein, dass sich das Umlaufmaß ändert. Also besser nochmal nachfragen oder selbst nachmessen. Und weil das jetzt schon so viele Zahlen waren, blenden wir wie immer die Gewichte an dieser Stelle einmal ein. Weil wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1669 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1900 Kilo. Das heißt für euch, ihr habt eine Zuladung von 231 Kilo. Das ist schon viel, aber ihr könnt sogar noch mehr haben. Ihr könnt das Ganze auf 2,2 Tonnen auflasten und dann kann über eine halbe Tonne mit. Und das ist wirklich jede Menge. Der Listenpreis ab Werk beträgt jetzt hier 38.190 Euro. Für ein individuelles Angebot findet ihr unsere Kontaktdaten einmal unten in der Videobeschreibung. So, und wir machen jetzt mal weiter mit dem Exterieur. Kommt mit. Wir starten einmal hier vorne an der Anti-Schlingerkupplung. Das ist die Knotka S25. Die ist natürlich serienmäßig mit dabei, was auch super angenehm ist. Man kann die ganz einfach abschließen, wenn man möchte. Mehr zum Thema Diebstahlschutz, das haben wir euch schon mal in einem separaten Video erklärt. Schaut ihr gerne mal in die Videobeschreibung rein, da haben wir das Ganze für euch einmal verlinkt. So, jetzt drehen wir uns mal um. Wir schauen mal hier in den Flaschenkasten zusammen rein. Im Flaschenkasten habt ihr Platz für 2 11 Kilo Gasflaschen. Optional könnt ihr natürlich auch 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen. Auf der linken Seite ist einmal der rollbare Abwassertank und die Trittstufe darf natürlich auch nicht fehlen, so dass ihr einfacher in den Wohnwagen reinkommt. Wir schließen das mal. Bleiben wir hier vorne im Bugbereich, weil wir können natürlich jetzt hier auch noch einen Fahrradträger für euch montieren. Das geht entweder werkseitig oder wir machen das bei uns in der Werkstatt für euch. Und was man jetzt hier auch sieht, hier vorne im Bugbereich, dass der Prestige sich verändert hat. Ja, wir haben ein neues Exterieur bekommen. Es ist hier quasi alles bündig und das sieht verdammt schick aus und das passt auch einfach zur Prestige-Baureihe. Jetzt wandern wir mal so ein bisschen zur Vorzeltseite. Ja, und schaut euch mal dieses schöne Flaggschiff an. Wir haben jetzt hier auf der Vorzeltseite 3 Fenster serienmäßig mit integriert, die bereits auch schon getönt sind, was natürlich auch ganz praktisch ist. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran, weil wir werfen mal hier einen Blick auf das Blech. Weil wir haben jetzt hier ein Hammerschlagblech, ja, und ein Hammerschlagblech zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir diese gewisse Struktur haben. Aufgrund dieser Struktur kann es auch dünner sein als ein Glattblech, da haben wir den Gewichtsvorteil. Und wenn da mal ein Dällchen drin ist, dann fällt das auch nicht direkt auf, was natürlich auch verdammt praktisch ist. So, und jetzt tauchen wir auch mal ab. Direkt hier vorne befindet sich nämlich die Universal-Vorzelt-Außensteckdose, die ist auch serienmäßig mit dabei. Das heißt für euch, ihr könnt jetzt hier Strom abnehmen, zum Beispiel für einen Elektrogrill oder für eine Kühlbox. Und ihr habt die Möglichkeit, ein TV-Signal einzuspeisen oder abzunehmen, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Das machen wir mal zu. Wir öffnen direkt mal die nächste Dose. Das ist der Außenfüllstutzen für unseren großen Frischwassertank. Der fasst jetzt hier 50 Liter. Da ist aber noch mein Tipp. Wir haben ja hier einen Wohnwagen mit separater Dusche. Holt euch noch den City-Wassereinschuss, also eine weitere Außendose, sodass ihr den Wohnwagen dauerhaft an Wasser anschließen könnt. Und das ist natürlich dann verdammt praktisch, vor allem wenn man die Dusche auch regelmäßig nutzt. Diesen City-Wassereinschuss, den können wir jetzt für euch nachrüsten oder man bestellt den werkseitig einmal mit. So, kommt mal mit. Jetzt kommen wir auf Höhe der Achse an. Wir haben jetzt hier einen schönen Tandem-Achser. Und direkt auf Höhe der Achse befindet sich auch der Kühlschrank, zumindest auf der Rückseite davon. Hier haben wir nämlich einmal den Einlass und den Auslass von unserem großen Dometic-Kühlschrank. Das ist jetzt hier ein Absorber, das heißt, der kann über 3 Energiearten laufen, über Gas, über Strom oder über 12 Volt während der Fahrt. Ja, und fast hinten im Heckbereich angekommen befindet sich ja auch das französische Bett. Und dementsprechend haben wir die Klappe direkt darunter.
schaut da mal rein, weil hier kann wirklich alles mit. Wir haben jetzt hier Platz für Tische, Stühle, Kiste Wein, Kiste Bier, das Sportequipment. Also ihr seid hier flexibel im Beladen, das ist natürlich schon mal super praktisch. Was aber auch praktisch ist, ihr könnt das Bett von innen einmal aufstellen und kommt auch von innen super an diese Beladungsfläche einmal dran. Das schließe ich mal. Und jetzt wandern wir mal Richtung Heckbereich. Ja, und der Hobby hat sich ja auch im Heckbereich verändert. Im neuen Modelljahr 2024, sportlich automotiv, präsentiert er sich. Und was mir besonders gut gefällt, das sind die neuen Heckleuchtenträger. Hier ist ein LED-Band integriert. Das sieht nicht nur schick aus, es hat auch für euch einen praktischen Vorteil. Bei Schlechtwetterfahrten werdet ihr einfach noch besser erkannt. Ja, und damit das Ganze noch so einen sportlichen Touch bekommt, darf natürlich hier unten der angedeutete Heckdiffuser nicht fehlen. Jetzt wandern wir mal auf die vorzeltabgewandte Seite, auf die dunkle Seite. Und hier hinten, wir haben ja einen Heckwaschraum, befindet sich dementsprechend auch einmal die Klappe zur Toilettenkassette hin. Ich ziehe die mal für euch raus. Und hier ist sogar eine Trolley-Funktion mit dabei. Ihr könnt es also ganz einfach hinter euch herziehen. Ihr müsst es nicht mehr tragen, was natürlich auch verdammt komfortabel ist. Das arretiere ich mal wieder, schiebe es zurück, schwupps, und schon ist es wieder in der richtigen Position. Ja, und kurz vor der Achse befindet sich auch einmal hier der CEE-Eingang, also die Hauptstromversorgung von diesem schicken Wohnwagen. Das schließen wir mal und gehen noch mal nach vorne, weil hier vorne ist noch eine Kleinigkeit, die möchte ich euch gerne zeigen, weil hier sitzt der Auslass von unserer großen Truma Kombi 6 Heizung. Die Heizung ist wirklich ganz clever, was ihr gleich noch mal im Innenraum ganz genau seht. Bevor wir jetzt mal reingehen, schauen wir uns die Tür an, weil die Tür hat eine gewisse Dicke, einfach aus dem Grund, dass in diesem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll. Und in der Tür, schaut mal, haben wir sogar noch mal so clevere Fächer integriert, sogar mit einem Netz. Da kann man wunderbar was einklemmen. Das gleiche haben wir auch noch mal hier unten. Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen. Und schaut auch mal hier, das ist wirklich pfiffig. Sogar mit integriertem Kehrblech. So, das kommt mal wieder zurück. Ja, und bei so schönen Sonnentagen, wie wir es zum Beispiel heute haben, da darf natürlich auch eine schöne Fliegenschutztür nicht fehlen. Die ist hier einmal im Rahmen sauber integriert und die ist natürlich auch hier serienmäßig mit dabei. So, jetzt geht mal rein in den neuen Hobby Prestige 660 WFC. Ein verdammt, verdammt schöner Wohnwagen. Und ihr seht es auch schon, man hat auch wirklich viel Platz. Wir fangen mal an mit der Farbgebung, weil der Prestige hat sich im neuen Modell ja auch in den Farben verändert. Ihr seht es auch schon hier oben im oberen Bereich. Wir haben jetzt hier diese weiß glänzenden Elemente drin, hier unten diesen dunklen Holzton und die Highlights werden nochmal gesetzt durch diese Chromelemente. Also es wirkt einfach verdammt stimmig und vor allem edel ist er. Ja, also das ist Luxus-Camping pur. Und in unserer Roomtour beginnen wir auch mal hier in dieser großen Couch-Sitzgruppe bei den Hängeschränken. Die machen wir einfach mal fix zusammen auf. Wir spinksen da mal rein. Ja, und ihr seht auch schon, die sind hier einmal clever unterteilt. Die machen wir mal zu, machen nochmal hier die auf. Und hier haben wir nämlich diese hohen Fächer. Und das Fahrzeug hat auch ein ganz tolles Beleuchtungskonzept. Ich hoffe, das kommt jetzt hier gerade ganz gut rüber. Wir haben nämlich eine ambiente Beleuchtung mit dabei. Ja, und diese ambiente Beleuchtung befindet sich einmal über den Hängeschränken, aber auch unter den Hängeschränken. Die Beleuchtung über den Hängeschränken hat aber auch einen praktischen Vorteil für euch. Aufgrund der Beleuchtung fällt nämlich auch hier ein Lichtkegel rein, wenn es mal dunkel ist. Und somit sind die Staufächer indirekt mit beleuchtet, was natürlich auch ganz angenehm ist. Die schließen wir mal und es ist euch bestimmt schon aufgefallen, rundum ein Softclose-Scharnier, was natürlich auch ganz angenehm ist. Ja, und jetzt, ja, dafür steht ja das C im WFC, kommen wir zu dieser verdammt großen Couchsitzgruppe. Also ich glaube, ich kenne auch ehrlicherweise keine größere Sitzgruppe, wie es hier gemacht ist. Also das ist wirklich genial. Ich flitze mich jetzt auch mal hier mit rein. So, ich gehe mal hier rum. Ja, und ich gehe hier schon fast unter. Also hier fühlt man sich einfach wohl. Man kann hier wirklich mal zusammen dran sitzen, zusammen essen, einen Schlechtwettertag verbringen. Und das geht wirklich mit der ganzen Familie. Ihr seht es auch schon, hier können, weiß ich nicht, 8 Personen sogar sitzen. Also fast alle. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Schlechtwettertag ja sind, dann gehört Fernsehen schauen so ein bisschen für mich mit dazu. Und da haben wir hier auch den perfekten TV-Platz für euch. Dreht euch mal um. Weil da würde der Fernseher sitzen. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, ihr könnt ihn natürlich einfach darauf abstellen. Cleverer ist es, wenn man jetzt sich hier noch einen Fernsehgelenkhalter holt, so dass man den auch Richtung Schlafbereich drehen könnte. Oder noch angenehmer hier in diese Couchsitzgruppe. Ja, und jetzt kann man hier nicht nur drauf sitzen und einen schlechten Wettertag verbringen, man kann das Ganze sogar zu einem Bett umbauen. Und den Umbau, den machen wir jetzt auch mal zusammen. Dafür komme ich noch mal kurz hier raus.
und senke den Tisch als erstes einmal ab. Und das geht einfach. Wir haben nämlich hier eine Arretierung. Die drehen wir einmal um 180 Grad. Jetzt kann ich den Tisch nach unten bewegen. Drehe es einmal wieder zurück. Jetzt ist er schon mal in der richtigen Position. Ich ziehe die Sitzkissen in die Mitte. Die Rückenkissen lege ich ganz einfach um. Das gleiche mache ich noch auf der anderen Seite. So. Und jetzt sehe ich, hier fehlt noch ein Element. Das hole ich mal fix für euch. Das haben wir nämlich hier clever im Schrank versteckt. Ja, und schon habe ich das große Bett umgebaut. Und das ist wirklich verdammt groß. Ja, die können ja schon fast 3 Personen drauf schlafen. Und es geht schnell. Also wenn sich der Besuch ankündigt, kann man das hier fix zu einer großen Schlaffläche umbauen. Und wer jetzt hier den Schlafkomfort noch etwas optimieren möchte, da ist mein Tipp, holt euch noch einen Topper oder eine Rollmatratze, legt das einmal da drüber und schon spürt ihr hier die Ritzen nicht mehr. Und dann ist es hier wirklich schlafen wie zu Hause. Jetzt bauen wir das hier einmal wieder um. Und schauen mal in dem Zuge auch hier in die Staufächer rein. Wir beginnen mal auf der Türseite. Ich öffne das mal für euch. Jetzt seht ihr auch einmal den großen Frischwassertank mit 50 Liter. Davor haben wir immer noch Ablagemöglichkeiten. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Seite. So, wir machen das nur einmal ordentlich. Und gucken auch mal hier rein. Und hier haben wir auch Staufläche, vor allem auch hier unter meiner Seite noch, hier unten runter. Aber wir sehen auch unsere große Truma Kombi 6 Heizung. Ein ganz cleveres System. Wir haben jetzt hier 6000 Watt Heizleistung mit einem 10 Liter Warmwasserboiler. Kurz gesagt, das Ding hat richtig Wumms, damit geht auch Wintercamping. Und steuern tut man diese Kombi-Heizung mit dem CP Plus Modul. Und ich zeige euch mal, wo das CP Plus Modul sitzt. Kommt gerne mal mit. Das sitzt nämlich hier im Durchgangsbereich zum Bad und hierüber können wir jetzt die Heizung steuern. Das heißt für euch, ihr könnt es sogar gerade genau machen. Wir können jetzt die Heizung hier auf 21 Grad einstellen und schon heizt er den Raum perfekt auf diese Temperatur auf. Wir haben die Möglichkeit auch den Wasserboiler zuzuschalten und auch eine Timer-Funktion zu nutzen. Wer jetzt noch mehr wissen will zu diesem schönen Bedienpanel, der schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da haben wir euch nochmal ein separates Video verlinkt, wo wir das ganz genau erklären. So, wir kommen mal wieder hier zur großen Couches-Gruppe zurück. Wir machen das mal ordentlich. So, der Tisch kommt wieder nach oben. Ja, und eine Sache, die muss ich auch noch kurz ansprechen, und zwar die Polster. Schaut euch mal die Polster an. Sehen die nicht schick aus? Vor allem haben die auch eine ganz tolle Haptik. Hier unten setzt sich das ja farblich nochmal ab. Wir haben jetzt hier auch so ein gestepptes Muster, was natürlich einfach verdammt wertig und edel rüberkommt. So, kommt mal hier raus. Wir wandern mal so langsam Richtung Küche. Ja, und das ist eine Küche, die kann sich wirklich sehen lassen. Eine L-Küche mit verdammt viel Ablagefläche. Hier beginnen wir auch mal oben bei den Hängeschränken. Wir öffnen die mal fix für euch, damit ihr mal reinschauen könnt. Clever unterteilt sind die nochmal. Hier auf der linken Seite, so ein Fach finde ich immer super für Gewürze geeignet. Im mittleren Bereich nochmal hier so ein Schiebefach und rechts natürlich auch nochmal Staufläche. Also Teller, Tassen und Schüsseln, die können hier wunderbar untergebracht werden. Jetzt wandern wir mal eine Etage tiefer. Wir haben nämlich hier eine schöne Küchenrückwandblende. In der Küchenrückwandblende ist natürlich einmal das Fenster integriert. Und hier haben wir auch nochmal so kleine Mulden, ja, die wir nochmal perfekt beladen können. Und vor allem Anschlussmöglichkeiten. Ja, wir haben hier oben einmal 2 USB-Anschlüsse. Wir haben auch 2 230 Volt-Anschlüsse, so dass die Küchenutensilien perfekt angeschlossen werden. Ja, und Platz für eine Kaffeemaschine, die hat man hier alle Male. Ihr seht auch schon, wie viel Fläche hier ist. Direkt hier im Bereich haben wir natürlich auch unseren 3 Flammenkocher einmal integriert. Ich mache den mal fix für euch auf. Und das geht sogar ganz einfach. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dank des elektrischen Zünders die Flamme schnell anzumachen. Dann können wir hier an allen 3 Flammen gleichzeitig kochen. Und was auch einfach geht, das ist die Reinigung danach. Weil dafür müsst ihr einfach nur das Rost rausnehmen. Schwupps, ihr nehmt euch einen feuchten Lappen, könnt einmal alles sauber in eine Ecke wischen und schon kann man es da entnehmen. Und wenn dann der Weg zum Spülhaus zu weit ist, wenn der Abwasch ansteht, dann kann man auch mal hier im Wohnwagen den Abwasch machen. Weil schaut euch mal diese große Spüle an.
Das geht hier auch wunderbar. Natürlich haben wir hier auch Warm- und Kaltwasser. Und wenn man dann fertig ist, macht man einfach wieder die Glasabdeckung runter und schon haben wir noch mehr Ablagefläche. Ja, und Stauraum. Stauraum haben wir auch auf jeden Fall hier in der Küche. Dazu kommen wir jetzt mal. Wir tauchen mal ab. Hier oben, wir öffnen mal die erste Schublade für euch. Haben wir einmal einen Besteckschubladeneinsatz serienmäßig mit integriert, aber auch sehr gut zugänglich. Die drei Absperrventile für unsere Gas-Endverbraucher. Dann kommen wir mal zum nächsten Staufach. Hier haben wir auch noch mal Platz. Jetzt liegen hier gerade noch unsere Razzienblenden drin. Und hier unten drunter auch noch. Also hier kann schon mal jede Menge untergebracht werden. Schaut auch mal mit Soft-Close-Scharnier. Damit die während der Fahrt nicht aufgehen, drücke ich einmal hier den Push-Lock-Knopf rein. Schon sind die arretiert. Und das Küchenhandtuch hat sogar auch seinen eigenen Platz. Das kann man ja wunderbar aufhängen. Ja, aber jetzt kommen wir noch zu meinem Highlight. Und das ist hier dieses tolle Schranksystem. Schaut euch das mal an. Hier kann auch noch mal jede Menge untergebracht werden. Es wirkt auch einfach sehr wertig. Das kommt mal wieder zurück. Und jetzt kommen wir noch mal zum Kühlschrank. Ich habe ja draußen schon gesagt, wir haben hier einen großen Absorberkühlschrank drin. Der kann also über drei Energiearten laufen. Über 230 Volt, über 12 Volt oder ganz autark über Gas. Hier oben ist auch noch mal so ein Gefrierfach integriert. Schaut mal rein. Kann optional auch herausgenommen werden. Wenn das gewünscht ist, dann habt ihr natürlich dementsprechend mehr Kühlschrankvolumen. Das machen wir mal zu. Ihr könnt sogar den Kühlschrank von beiden Seiten öffnen, was natürlich auch ganz pfiffig ist. Und direkt neben dem Kühlschrank haben wir auch nochmal Beladungsfläche. Das zeige ich euch auch mal. Hier kann auch nochmal jede Menge untergebracht werden. Ja, ein toller Vorratsschrank, muss man sagen. Das kommt mal wieder zu. Hier oben haben wir auch nochmal kurz die Klappe auf. Spingst da auch mal rein, wie tief das einfach durchgeht. So, das machen wir zu und die machen wir auch nochmal auf. Auch ein klasse Fach. Und so ein Fach, das nutze ich immer zum Beispiel gerne für Putzutensilien. Die müssen ja leider auch mit. Und da kann man die auch mal wunderbar verstauen. So, kommt noch mal gerne nach vorne. Weil wir haben ja hier den Couchbereich, den Küchenbereich, aber natürlich auch die Multimedia-Ecke. So würde ich es einfach jetzt mal betiteln. Weil hier kann der Fernsehgelenkhalter sitzen. Im Oberbereich haben wir noch einmal hier die hobbytypische Vitrine einmal integriert. Und wir kommen mal zurück zum Fernseher. Der Fernseher braucht natürlich entsprechende Stromanschlüsse noch. Das ist hier bereits serienmäßig vorverlegt, weil wir haben hier den Kabelkanal. Und direkt hier unten drunter haben wir nämlich hier die Anschlüsse. Die sind natürlich serienmäßig mit dabei. 2x 230 Volt und das Koaxkabel, so dass es direkt losgehen kann. Das mache ich mal zu und direkt dahinter, springst da auch mal rein, haben wir eine ganz tolle Garderobe. Weil wenn man jetzt reinkommt und man hat auch mal eine nasse Jacke, dann kann man die einfach clever da aufhängen. Und dieses Fach ist auch separat beheizt. Da geht direkt ein Heizungsschlauch rein, so dass die Jacken dann auch perfekt abtrocknen können. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir kommen mal hier zum Schlafbereich, also zu diesem großen französischen Bett. Ja, und auch hier beginnen wir nochmal kurz oben bei den Staumöglichkeiten. Die machen wir einfach mal zusammen rasch auf. Hier kann wirklich viel untergebracht werden. Und schaut euch auch mal die Scharniere an. Die sind einfach wertig. Ja, und da passt einfach der Slogan von Hobby perfekt. Das ist gebaut fürs Leben. Das kommt mal runter. Die machen wir auch nochmal auf. Weil auch hier kann natürlich auch nochmal ein bisschen was untergebracht werden. Und jetzt wandern wir auch mal eine Etage tiefer. Also allein die Machart, es sieht wirklich spitze aus, aber hier am Kopfende haben wir natürlich nochmal Ablagemöglichkeiten. Wir haben Stromanschlüsse hier auf der rechten Seite, sodass man auch die Smartphones perfekt laden kann. Wir haben zwei Schwanenhalslampen, kleine Leselampen, die natürlich auch direkt hier vorne am Kopfende an- und ausgemacht werden können, was natürlich auch ganz angenehm ist. Ja, und hier wird Schlafen groß geschrieben. Ja, nicht nur das Bett ist groß, sondern auch die Matratze. Ja, was meine ich damit? Wir haben nämlich hier eine gewisse Dicke, einfach aus dem Grund, dass wir hier wirklich komfortabel schlafen können. Ja, wir haben eine Federkernmatratze und abgerundet wird der Schlafkomfort auch nochmal hier mit dem Lattenrost, was natürlich auch dazu beiträgt, dass man einfach verdammt angenehm drauf schlafen kann. So, jetzt können wir aber das Ganze hier auch noch aufstellen. Und hier haben wir auch noch die große Beladungsfläche direkt unter dem Bett. Wir haben auch diese Staufläche schon gesehen. Wir können ja auch von außen die Stauklappe öffnen, aber man kommt natürlich auch von hier innen wirklich wunderbar dran. So, das kommt mal wieder zurück. Ich setze mich mal so ein bisschen aufs Bettchen, damit ich euch mal hier den großen Kleiderschrank zeigen kann. Ich öffne den mal für euch.
Weil hier kann man natürlich wunderbar die Jacken unterbringen, Jacken, Blusen, Hemden, also alles, was so mit soll. Hobby nutzt auch den Platz, um ein wenig die Bordelektronik unterzubringen. Wir haben nämlich jetzt einmal hier links oben die schwarze Kiste, den Umwandler von 230 Volt zu 12 Volt. Direkt darunter nochmal zwei 230 Volt Anschlüsse für euch. Dann einmal die 230 Volt Absicherungen und da, wo Hobby draufsteht, das ist das Lichtsteuermodul. Das machen wir mal zu. Kommen eine Etage tiefer. Hier haben wir nämlich auch nochmal Beladungsfläche. Vielleicht der kleine Schuhschrank. So. Und dann haben wir ja so einen schönen Durchgangsbereich. Kommt mal gerne näher. Weil wir haben einmal hier oben nochmal Ablagefächer. Hier eine ganz tolle Ablage. Ja, kann man ein bisschen Deko mal unterbringen, damit es richtig wohnlich wirkt. Aber hier sind natürlich auch nochmal Schränke integriert, die man wunderbar beladen kann. So, wir machen das mal wieder zu. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Highlight von dem Wohnwagen. Der riesengroße Heckwaschraum. Ja, der ist direkt hier hinter. Für mich beginnt das schon an der Tür, weil wir haben eine richtige Türklinke, so wie wir es von zu Hause kennen. Die öffne ich mal für euch. Ja, und jetzt schaut euch mal diesen riesen Raum an. Hier fühlt man sich einfach wohl und es ist ein Bad, wie man es von zu Hause kennt. Ich gehe mal rein für euch, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich stelle mich jetzt hier auch einfach mal in die Dusche rein, weil wir haben Platz hier drin. Ich möchte das euch einfach mal zeigen, weil ich bin 1,88 groß, ich wiege 85 Kilo. Ja, und ich kann mich hier wunderbar drin bewegen. Ich kann vernünftig hier drin duschen. Ja, und auch größere und schwerere Personen hätten auch noch Platz. Wir haben auch hier nochmal Ablagemöglichkeiten auf der linken Seite. Perfekt für Shampoos und Lotions. Die Brause können wir nochmal in der Höhe verstellen. Und so geht es wirklich ganz angenehm. Ja, und wenn man gerade hier rausgehen möchte, kann man sich direkt hier oben eines der Handtücher schnappen, um sich abzutrocknen. Ich gehe mal raus, damit ich euch hier diesen Bereich noch ein bisschen zeigen kann, weil wir haben ja natürlich hier nochmal Spiegelschränke, wo man perfekt die Hygieneartikel unterbringen kann. Hier unten drunter der große Waschtisch und auch hier haben wir nochmal Staufläche. Und jetzt drehen wir uns mal um, weil hier geht es noch weiter. Also wirklich viele Klappen, aber ehrlicherweise, man kann ja nie genug haben. Ne? So, das machen wir auch mal hoch. Auch hier geht noch ein bisschen was rein. So, und jetzt haben wir hier die Tedford-Toilette. Ja, und das Thema Toilette, das haben wir euch sogar schon mal separat erklärt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alles zu dem Thema, wie reinige ich das, wie leere ich die richtig und welche Chemie verwende ich da. So, jetzt kommen wir mal hier raus zum großen Badbereich, weil wir kommen jetzt noch zum Hobby Connect-Panel. Ja, und Hobby Connect, das ist serienmäßig hier in dem Wohnwagen mit integriert. Ein ganz cleveres und vor allem smartes System. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, hier oben einmal das Licht an- und auszumachen. Ja, wir haben so eine kleine Schnellauswahl. Wir können, sofern ihr es mitbestellt habt, sehen, wie voll ist unsere Autarkbatterie. Wir sehen, wie voll ist unser Frischwassertank. Ich kann die elektrische Fußbodenerwärmung mit zuschalten, wenn ich die mitbestellt habe. Und ich kann das Ganze sogar hier mit meinem Handy verbinden. Und das geht wirklich fix. Das machen wir jetzt mal. Und schon bin ich verbunden. Jetzt sehe ich einmal hier das Dashboard. Ich habe die Möglichkeiten auch jetzt hier über mein Smartphone via Bluetooth einmal das Licht an- und auszuschalten. Ich habe die Möglichkeit, den Frischwassertank abzulesen. Ich kann auch, und das ist auch ganz angenehm, die Heizung sogar darüber steuern. Ja, wenn ihr im Bettchen liegt und ihr merkt, Mensch, jetzt ist es zu kalt oder zu warm, kann man direkt mit seinem Handy einmal die Temperatur einstellen. Und wir können natürlich auch den Kühlschrank an- und ausmachen und auch in der Kühltemperatur verstellen. So, das machen wir mal aus. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Und fürs Fazit, da fleht sich mich doch einfach nochmal hier in diese riesengroße Couchsitzgruppe rein. Ja, und was soll ich sagen? Man kann schon sagen, der Hobby Prestige 660 WFC, das ist die fahrende Ferienwohnung auf 4 Rädern, weil wir einen Tandemachser haben. Und vor allem haben wir verdammt viel Platz und Staufläche. Er hat einen ganz tollen Grundriss, ja, eine Raumaufteilung, weil man einzelne große Bereiche hat. Hier eine tolle große Couchsitzgruppe, eine große L-Küche, ein schönes französisches Bett, ja, und mein Highlight, das ist dieser große Heckwaschraum. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt zu diesem schönen Wohnwagen, dann schreibt uns gerne an. Wir kommen ja aus dem Rheinland, wir haben 3 Standorte in Kerpen, in Wesslingen und hier in Rheinbach. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dahin, euer Max.